Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans. Ja, kannst du mit dem Mittelschmerz erkennen, wann der Eisprung ist und das dann für dich nutzen, um schwanger zu werden? Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Woran kannst du denn jetzt eigentlich erkennen, ob das dein Mittelschmerz ist? Und woran merkst du, dass es ein Mittelschmerz ist, ja? Das merkst du daran, dass es wie so ein leichtes Ziehen oder Stechen im unteren Bauchbereich sich anfühlt. Es kann aber auch im Rücken so ein Stechen oder Ziehen geben. Das ist sehr unterschiedlich von den Frauen. Beobachte das einfach mal. Das ist dann halt um den Eisprung herum. Wenn du die Temperatur noch zusätzlich misst, dann kannst du mal gucken, ist das in der Nähe des Temperaturanstiegs. Und wenn du den Schleim beobachtest und noch zusätzlich, ist das dann halt in der Nähe des Cervixschleimumschwungs, wenn die Qualität halt sehr gut ist und dann wieder zurückgeht. Und daran kannst du das dann erkennen. Ja? Wenn es dann in der Nähe ist, dann ist das der Mittelschmerz gewesen. Weil es kann ja auch sein, dass du einfach ein paar Magenkrämpfe hast oder im Darm irgendwie was da schmerzt und dann deswegen so ein Ziehen auftritt. Deswegen würde ich das jetzt erst nochmal ein bisschen genauer nachschauen, vielleicht auch ein paar andere Fruchtbarkeitszeichen mit einbeziehen, ja. Wie lange dauert denn der Mittelschmerz eigentlich? Also das ist auch ganz, ganz unterschiedlich bei den Frauen. Da gibt es Untersuchungen zu und manche spüren den halt einfach gar nicht. Ja, die haben ihn noch nie gespürt. Manche spüren den halt ab und zu nur. Manche spüren halt den immer unterschiedlich oder 4 Tage lang oder länger sogar, immer jeden Tag und dann hintereinander. Manche spüren den 2 bis 3 Tage oder 1 Tag oder ein paar Stunden nur oder einige Minuten oder halt nur einen kurzen Moment und dann ist es wieder weg. Ja, das ist so unterschiedlich kann das sein, also wie ein kurzer Moment bis hin zu mehrere Tage lang. Jetzt die wichtigste Frage für dich. Zeigt denn der Mittelschmerz den Eisprung an? Das ist eine sehr gute Frage. In dem Fall blende ich dir auch mal die Untersuchung hier ein, die da gemacht wurde zu. Die können wir mal zusammen durchgehen, denn das ist jetzt sehr interessant. Wann befindet sich denn nun der Eisprung, ja? Im Verhältnis zum Mittelschmerz? Also Dauer und zeitliche Beziehung zum Eisprung. Da wurde zusätzlich ein Ultraschall gemacht und LH-Messung und halt dokumentiert, wann der Mittelschmerz war. Und da kam halt Folgendes raus, dass bis zu 9 Tage der Mittelschmerz abweichen kann, bis dann wirklich der Eisprung eintritt. Ja, beziehungsweise auch einige Male das genau exakt auf den Tag gefallen ist. Aber in den allermeisten Fällen war das vor dem Eisprung, also war es mindestens 1 Tag vorher oder halt sogar 9 Tage vorher, dieser Mittelschmerz. Und bei manche wenige spüren es auch noch nach dem Eisprung, ja, dann ist es wahrscheinlich, ja, also man weiß es ja immer noch nicht genau, ob das jetzt, woher das kommt, dieses Ziehen und ob es jetzt wirklich in dem Fall mit dem Eisprung zusammenhängen, kann man jetzt natürlich schlecht sagen. Aber das kam halt in der Untersuchung raus. Jetzt könnt ihr euch ein eigenes Bild machen davon. Aber überwiegend ist es schon so, dass der Mittelschmerz gespürt wird und dann folgt einige Tage später oder vielleicht am selben Tag noch der Eisprung. Ja? So ist es und ich hoffe, ich konnte dich damit etwas inspirieren und dir weiterhelfen und darüber aufklären, was es mit dem Mittelschmerz so auf sich hat. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war's. Ciao, deine Anne.